Was haben Schnürsenkel mit einer losen Rolle zu tun? Ihr ahnt es vielleicht schon, wenn ihr euch diese alte Zeichnung von Leonardo da Vinci anschaut. Ich habe sie in Wikipedia gefunden und auf der gleichen Seite, wo auch diese Seite, es geht um, ich glaube, ihr müsst Flaschenzug eingeben. Es geht um Flaschenzüge. Also dieser Flaschenzug hier von Leonardo da Vinci hat was ganz Besonderes. Hier oben ist der einzige Fixpunkt und wenn man dann hier zieht, dann kann man durch die vielen Flaschen, Flaschen hat übrigens nichts mit Pulle zu tun zum Trinken, sondern so wurden die Rollenhalterungen bezeichnet. Seemänner sagen auch Taille dazu. Okay, jetzt davon wieder abgesehen. Also, wenn man dann hier zieht, dann kann man durch die vielen, vielen, vielen Rollen entsprechend die Kraft, die man hier aufwenden muss, um hier eine besondere Kraft zu erzeugen, kann man die entsprechend vermindern. Natürlich muss ich hier sehr viel Weg nehmen, ne, bei diesen vielen Rollen. Jetzt müsste man zählen, wie viele Seile tragen. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Gut. Das gleiche Prinzip, nochmal ein bisschen mit weniger Rollen, hat, wie heißt er? Deep Kling, als schönes Bild hier mit eingestellt. Feste Rolle, lose Rolle. Hier das ist wieder eine feste Rolle, das ist eine Umlenkrolle. Und man kann auch zwei feste Rollen nehmen und dann hier zwei lose Rollen. Wie viele Seile tragen? 1, 2, 3, 4. Das ist kein tragendes Seil in diesem Fall. Also wird die Kraft geviertelt. Ein bisschen praxisbezogener, weil so gerade laufen die Seile nicht immer. Nochmal das gleiche Prinzip wie hier dargestellt. Beziehungsweise man macht es so, dass man ein ganzes Rollenpaket, also die beiden Rollen, zu einem Rollenpaket vereinigt. Wenn ich hier links hingeschrieben habe, hat das nichts mit der Richtung zu tun, sondern links als Verbindungen. Hier oben erscheinen immer wieder Links zu entsprechenden Themen, da könnt ihr euch nochmal weiterbilden. Gut, so, aber jetzt zurück zum Schnürsenkel. Also hier sieht man das schon beinahe und jetzt gucken wir uns das Schnürsenkelprinzip nochmal an. Bevor ich darauf komme, nochmal ganz kurz, wie man zum Beispiel auch ein Auto leichter, nicht ganz so leicht, aber leichter aus dem Sumpf ziehen kann oder irgendwo aus dem Dreck ziehen kann, wenn es stecken geblieben ist. Man nimmt einen Fixpunkt, in diesem Fall mal einen Baum, wickelt das Seil darum, nimmt hinten die Abschleppöse und fädelt das Seil dadurch und zieht hier. Natürlich, die Öse ist keine echte Rolle, sondern die wird mehr Reibung verursachen, aber es ist immer noch leichter, das Auto rauszuziehen, als direkt das Seil hier anzubinden und dann zu ziehen. Das Ganze nochmal in der Horizont, also von der, in der Draufsicht dargestellt. Hier habe ich einen Fixpunkt, hier mache ich das Seil fest, hier ziehe ich. Also wird sich hier die Kraft gegenüber der roten schon ein Stück vergrößert haben. Ich muss natürlich mehr Seil verwenden. In diesem Fall zwei tragende Seile, 1, 2, also die doppelte Kraft. Und gut, das kennen wir aber, wie gesagt, linkslose Rolle, goldene Regel der Mechanik. Die werden hier oben immer erscheinen. Ihr könnt auch ruhig draufklicken, dann wartet das Video hier. Jetzt fragt man sich, nochmal zum Schnürsenkel, muss denn das unbedingt hier ein Fixpunkt sein? Ich könnte doch auch sagen, wenn ich keinen Baum habe, stelle ich ein dickes Auto hier hin, also hier in diesem Fall hier hin und mache das an dem Auto da fest, das Seil. Wenn ich es festmache, zwei tragende Seile, überhaupt kein Problem. So, dann ziehe ich das kleine Auto natürlich auch aus dem Schlamm. Wenn ich aber dieses, wenn das Auto, was ich hier zum Festmachen nehme, nicht ganz so fest ist und ich das gar nicht hier fest befestige, dieses Seil hier, dieses, sondern das hier durchlaufen lasse und hier ziehe, dann ziehe ich die beiden Autos aufeinander zu. Das hat in diesem Fall keinen besonderen Wert, weil dieses Auto wahrscheinlich leicht rollt und dieses steckt ja im Sumpf, ne? Das ist dann Blödsinn. Aber das ist das Prinzip des Schnürsenkels. Das gucken wir uns jetzt mal noch auf meiner letzten hässlichen Skizze an. Na, wirst du wohl. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ich habe hier und hier Ösen, dass man da keine Rollen einbaut in den Schuh, vielleicht gibt es sowas, dürfte eigentlich logisch sein. Wenn ich jetzt hier an diesem Ende ziehe, ziehe ich einerseits die Lasche, ne, die gesamte Lasche mit den Ösen, in die Richtung. Also ich kann das mal in grün machen, ne, dann zieht es diese Lasche in diese Richtung. Gleichzeitig aber, wenn ich an dieser Seite ziehe und hier auch eine lose Rolle, keine Rolle, in diesem Fall eine Öse, ist und ich auch hier ziehe, dann zieht es auch diese Lasche in diese Richtung. Und jetzt kann ich das ganze Prinzip noch ein bisschen verbessern. Ich möchte ja nicht bloß hier unten, dass die beiden Laschen aufeinander zugehen, sondern ich fädel das Seil hier rüber und ziehe hier dran.
Und dieses Seil fädel ich hier rüber. Ich kann es auch oben drüber legen, ist vollkommen egal. Und ziehe an dieser Seite. Und schon kann ich auch, was diese Lasche angeht, an diesen beiden Stellen die Laschen aufeinander zuziehen. Flaschenzug. Einfaches Prinzip. Ich hoffe, ich konnte damit noch ein kleines Beispiel beitragen, wenn es heißt, nenne Beispiele für einen Flaschenzug. Und dann sagt der Lehrer dann mal los. Und dann kommt Kran und Co. und so weiter. Dann sagt ihr Schnürsenkel. Ihr müsst es aber auch erklären können. Ich wünsche euch was Schönes. Jetzt zum Schluss müssten noch Links zu anderen Themen aufgeführt sein. Und ein schönes Wochenende. Tschüss.